Im Dorian Gray war das immer eine der ersten Sachen, was mir auch im Kopf geblieben ist, war die Ansage vom Geschäftsführer, wie wichtig das für ihn ist. Um 22 Uhr den Club aufhaben wollten, aber ich das nie vor 12 Uhr geschafft habe. Ich erinnere mich noch an die Tage, wo du in den Club gefahren bist und wir dir alle geholfen haben, deine Plattenkisten zu tragen, weißt du noch? Hier steht einer. Die ist auch verdammt schwer. Also das muss so. Man sich mal vorstellen. Ne? Heute kommt der DJ mit seinem Laptop-Tasche da an. Früher war das tatsächlich so, allein schon dahin zu kommen. Ich hatte immer einen Konvoi gehabt. Also es waren 7, 8 oder 10 Autos. Unter anderem auch die Freunde, die mich unterstützen sollten, weil solche Kisten, davon teilweise 4 oder 6 oder 8 Stück, müssten dann getragen werden. Und das Gewicht. Zu Dorian Gray Zeiten war es ja wirklich so, dass ich um 9 Uhr abends teilweise gelandet bin, dann schnell nach Hause, Platten packen, das Konvoi stand ready, die Platten ins Auto und dann am Flughafen die Cards besorgt, die Platten drauf und dann in den Club. Nach einer Zeit war es dann so, dass schon 1000 Leute vor dem Club gewartet haben und ich erst ankam. Wir haben dann tatsächlich uns geeinigt gehabt, dass wir um 12 aufmachen und der Club an sich hatte um 10 aufgemacht, aber meine Seite ging dann erst um 12 los. Da hat sich dann immer ewig die Schlange auch gebildet gehabt, was wiederum eine Herausforderung war, mit den ganzen Plattencases da durchzukommen. War eine andere Zeit. Allein schon an die Platten ranzukommen, es war ja nicht so, dass man einfach in irgendeinem Plattenladen ist und einen Platten gekauft hat. Jedenfalls hat nicht viele Jahre gedauert, dass ich dann irgendwann mal nicht mehr beim Plattenläden gekauft habe, hier zumindest lokal, sondern zum direkten deutschen Vertrieb gegangen bin, der die ganzen Vinyls halt eben geholt hat. Somit hatte ich Access zu den Platten, bevor die an die Plattenläden gegangen sind. Jeder Tag, jede Woche hat gezählt. Dadurch, dass ich aber auch weltweit unterwegs war und viel gereist bin, bin ich natürlich auch immer in Stores gegangen, weil man dann wiederum Sachen gekriegt hat oder White Labels, die man woanders gar nicht bekommen hat. Wie ist denn das jetzt für dich, wenn du heute auflegst? Also so im Unterschied zwischen diesem... Mit Laptop-Tasche. Ja, schon. 2 Terabyte Festplatte. 2 Terabyte. Aber du legst immer noch... Mit Plattenspielern auf. Mit Plattenspielern auf. Ja, tatsächlich. Ja. Es fällt mir schwer. Ich habe gestern Abend erst einen Gig gehabt, deswegen heute auch so leicht zerstört. Die Plattenspieler haben sich gedreht und ich habe mich gefragt, ob es mich irgendwann mal langweilt, weil seit 30 Jahren gucke ich so, wie die Dinge sich drehen und ich glaube, ich kann es mir auch gar nicht vorstellen. Es gab schon mal Situationen, wo es dann hieß, da wird die Zeit zu knapp, um die Bühne umzubauen, du musst mit Pioneer auflegen. Irgendwie habe ich das immer hingekriegt, dass mein Tech Rider erfüllt wurde. Ja. Ich bin auch kein DJ, der Sets abspielt. Für mich ist es anders, wenn ich zu Hause spiele oder wenn ich vor Leuten spiele, weil ich versuche ja, die Energie von denen zu empfangen. Mhm. Wenn ich in Clubnacht spiele oder auf Events, dann will ich immer das machen, was den Moment auch wieder. Deshalb hattest du ja auch immer 6 bis 8 Plattenkisten dabei. Ja. Genau. Ist schon besser, mit MP3 aufzulegen, rein vom Gewicht. Ja, absolut. Und natürlich auch die Möglichkeiten, immer mit der Technologie, mit allem mitgehen und was man nutzen kann. Es gibt ja große Diskussionen wegen AI zum Beispiel in der Musikbranche. Wie stehst du dazu? Ich kann es nicht aufhalten, es gibt und ich will das nutzen und es macht die Sache für mich viel effizienter. Wenn ich jetzt nur mal vergleiche, ich kann heute Produktion innerhalb von einem Tag fahren, ich könnte in einer Woche ein Album liefern, weil man viel effizienter arbeiten kann. Von Mastering bis hin zu Produktion, Vocalbearbeitung oder was auch immer. Ich setze alles ein, was ich kann, komme schneller ans Ziel und ich weiß, was ich will. Warum nicht das nutzen, was da ist? Kann es nicht sein, dass jetzt auch ganz andere Menschen Zugang haben? Die Entwicklung gefällt mir jetzt schon nicht. Ich kann mir das nur irgendwie ausmalen, wie schlimm das alles in der Hinsicht, was du, glaube ich, meinst. Es ist jetzt nicht mehr wichtig, wie talentiert jemand ist, sondern es langt schon, wenn diese Influencer oder populare People, die es da gibt, so, wenn die einfach Fame sind, indem sie Instagram oder TikTok-Followers haben. Aber es kann ja Talent auch potenzieren. Also naja, sagen wir es mal so, es langt schon, wenn du Scheiße frisst oder Kakerlaken frisst und dann hast du mal ein Video, was viral geht oder hast du 1 Million Followers und dann bist du auf einmal ein Fame-
Musiker und wirst gesigned und sollst dann noch ein Album singen. Hallo, was hast du damit? Also, nee. Frage war anders gemeint, also dass vielleicht auch Leute eine Chance haben, die vielleicht sonst keine gehabt hätten. Absolut. Und die Talent haben, ja, die durch AI einfach die Möglichkeit geboten bekommen. Ja. Ich habe neulich eine Seite gesehen, da kannst du einfach deine Spuren reingeben und der mixt es für dich. Also du musst da gar nichts machen, da kommt dann gleich die fertige Produktion und Master und alles raus. Das ist schon verrückt. Ja. Ist ein weites Feld, wollte ich jetzt nicht zu sehr ausweiten. Ich wollte einfach nur mal deine Meinung dazu hören. Ja, aber für mich, ich bin noch oldschool. Ich will wissen, was ich mache, aber wenn ich die Technologie nutzen kann, dann nutze ich das auch. Ja. Sag mal, was wäre eigentlich das Leben für dich ohne Musik? Alles, was ich brauche, ist meine Familie und die Musik. Klar habe ich auch mal so mir überlegt, was wäre, wenn ich kein Musiker geworden wäre. Aber dann wäre ich mit Sicherheit in der Filmbranche, wäre ich dein Kollege, Alvin. Oder mit irgendwas Kreativem. Aber Musik ist schon für mich mein Herzschlag. Also ich muss dazu sagen, ja, wir kennen uns ja wirklich sehr, sehr lange. Ja. Und der Sherry, der ist eigentlich die meiste Zeit mit so zwei Stöpseln im Ohr rumgelaufen. Hat er eigentlich damals auf dem Pausenhof schon Mixtapes verkauft? Ich glaube, ja. Mixtapes war natürlich für mich. Mixtapes, ja, doch. Die Kassetten damals durch meinen Schwager, seine Platten, die durfte ich dann immer aufnehmen. Auf Kassetten, da habe ich gemerkt, war ich zum Beispiel in der 7. Klasse, kam aber bei 10-Klässler auf einmal an, weil sie die Musik haben wollten. Irgendwann mal, als ich das mit dem Mixen und so, ich habe meinen Schwager gefragt, ob ich die Plattenspieler bei mir in der Garage aufstellen kann und er durch das Schlagzeug gespielt habe, war das für mich sehr leicht, das Verständnis vom Mixen zu verstehen. Und als ich dann damit angefangen habe, kamen natürlich die Mixtapes hinterher. Hab dann schon einen Eigenvertrieb angefangen gehabt. Hatte dann irgendwann mal auch so von der GEMA einen drauf bekommen, weil es zu groß wurde. Dann habe ich mir offizielle Vertriebe gesucht. Hab dann auch eine ganz interessante Reihe mit D-Flame damals gemacht, die Hutter Rugger hieß. Die waren die. Mega, die Dinger. Sag mal, was war denn so der geilste Gig, den du gemacht hast? Wow. Ja, es gab so einige geile Gigs. Eine meiner ersten Gigs habe ich tatsächlich noch nicht mal aufgelegt. Mein Schwager hat früher mobile Disco gemacht und so kam ich eigentlich erstmal als Aufbauer rein. Hab mit 12 gesagt, hier, ich kann bei dir arbeiten, ich kann die Anlage aufbauen, schleppen, was auch immer. Da war eine Veranstaltung, wo es war ein schlechter DJ. Es war auch einer, der sich nicht getraut hat, die Leute anzugucken. Und ich habe mich vorne hingestellt und habe ihm dann praktisch jedes Lied vorausgesagt, so spielt das und das. Hab mehr oder weniger einfach eine gute Zeit gehabt und das hat wiederum die Leute so angezogen und das war für mich die Erfahrung, so wo ich gelernt habe, mit der Energie auch umzugehen. Wie immer, wir kommen zum Ende. Ist echt schon rum? Es ist echt schon rum, in genau 8 Sekunden. Wow, okay. Also wie immer. Ich habe 8 Sekunden, ja. Also bitte, like das Video, abonniert den Kanal und teilt unsere Message.